Leute, wir sind zurück bei Persona 5 Royal. Im letzten Part haben wir hier vor Mishima aufgehört, weil wir Mishima leveln wollen. Das werden wir jetzt auch tun. Mal gucken, was uns hier erwartet. Ich bin mega gespannt, ihr hoffentlich auch. Wir fackeln aber gar nicht zu lange. Puh, los geht's. Die Phantomdiebe sind praktisch unaufhaltbar. Alle lieben euch. So wie ich auch. Ihr habt die Anfrage also erledigt. Vielen Dank. Oh, ich habe bei diesem Schauspieler Nachforschung angestellt. Es gibt neue Infos. Hast du Zeit, sie dir anzuhören? Meine Bindung zu Mishima wird bald stärker werden, aber... Also, was willst du machen? Triffst du dich mit Mishima? Ja. Yes. Danke, lass uns in den Diner gehen. Dieser Schauspieler, den ich als nächstes Ziel wollte, ja? Der heiratet dieses Idol jetzt wohl. Konnte wahrscheinlich nicht damit leben, was er ihr angetan hat. Aber seit er die Hochzeit angekündigt hat, hat sein Ruf eine 180-Grad-Drehung gemacht. Früher haben ihn alle gehasst, jetzt heißt es nur noch, wie niedlich und männlich er ist. Jedenfalls können wir nicht gegen die öffentliche Meinung gehen. Gut, dass wir nichts gemacht haben. Das wäre für die Beliebtheit der Phantomdiebe echt übel gewesen. Ich muss als nächstes Ziel eins finden, gegen das wir gewinnen können. Du bist sowas von zuverlässig. Ja, vielleicht. Ich meine, das ist mein Job. Ich bin euer Produzent. Schon vergessen? Ach übrigens, ich habe einen neuen Angriffsplan entwickelt. Wenn wir euch wirklich berühmt machen wollen, müssen wir mehr tun, als nur große Anfragen annehmen. Es gibt haufenweise Idioten, die nicht an euch glauben und andere beeinflussen wollen. Also starte ich eine Säuberung. Mach dich mal locker, echt jetzt. Tut mir leid, Säuberung ist ein ziemlich heftiges Wort, oder? Aber ich weiß nicht, wie ich es sonst ausdrücken soll. Ich habe ein paar von den Idioten, die euch kritisieren, Warnung geschickt. Du weißt schon, wenn du nicht den Bösen abschwörst, wirst du unser nächstes Ziel und so. Das hat echt Wunder gewirkt. Die haben sofort aufgehört, die P-Diebe zu dissen. Manche Leute sagen immer noch, sie glauben nicht an euch, aber die haben einfach Angst vor euch. Ist das nicht super? Und nachdem die ganzen Hater jetzt weg sind, stellen viel mehr Leute Infos ins Forum. Post und Post und Post voller Bitte und helft mir. Das macht so einen Spaß. Das sieht dir gar nicht ähnlich. Ich habe nur einen eigenen Weg gefunden, bei Leuten einen Sinneswandel auszulösen. Ich stehe jetzt über den simplen Zeug wie Produktion und Werbung. Ich kann die Welt verändern. Ich besitze jetzt die Stärke dazu. Oh. Hä? Akiyama-kun. Jo, Mishima, dich habe ich ja seit dem Abschluss nicht gesehen. Haha, wir haben uns doch vor kurzem erst hier getroffen. Ach ja, kann sein. Akiyama-kun? Was? Geht es dir gut? Wieso? Sehe ich nicht so aus, als würde es mir gut gehen? Weiß nicht. Du wirkst so ruhig. Halt's Maul, Null. Ich habe keine Zeit, dir zuzuhören. Null. Er tut, als wäre ich ein Niemand und trotzdem nimmt er sich die Zeit, mich zu tyrannisieren. Aber ich habe mich verändert. Ich bin viel mehr wert als so ein Loser. Ich habe sogar gehört, dass er mit zwielichtigen Typen rumhängt. Die sind alle Abschaum. Man müsste ihre Sinne wandeln zum Wohle der Gesellschaft. Oh. Warte, das ist es. Wir können seinen Sinn wandeln statt den des Schauspielers. Gut, es ist entschieden. Euer nächstes Ziel ist Akiyama-kun. Mal sehen, wo sind denn seine Infos? Apropos Ziele. Nehmt ihr irgendwann auch mich ins Visier? Warum eigentlich nicht? Ihr denkt echt darüber nach? Ha! Guter Witz, Hartnett. Aber ich gehe jetzt nach Hause. Ich schicke dir später die Infos zu Akiyama-kun. Mishima versucht uns ein Ziel aufzuschwatzen, das er aus Eigennutz ausschalten will. Ich muss mit den anderen darüber reden. Er will sich also einfach an einem Typen rächen, der sich über ihn lustig gemacht hat. Hatte er nicht schon andere komische Bitten an uns? Irgendwas mit dem hübschen Schauspieler? Versucht Mishima-kun bloß uns auszunutzen? Offenbar hat er auch allen gedroht, die in seinem Forum schlecht über die Phantomdiebe redeten.
Vielleicht gebührt eher Mishima als diesem Burschen Akiyama einen Sinneswandel. Boah, so schlimm ist er nicht. Vermutlich könnten wir die Wahrheit erfahren, wenn wir seinen Schatten finden. Ich meine, er hat sowieso schon Angst, dass wir ihm einen Sinneswandel verpassen, oder? Wir können seinen Schatten wahrscheinlich im Mementos finden. Ich denke, das beste Vorgehen wäre, ihn zu besiegen und ihm einen Sinneswandel zu geben. Ja, ja. Alter, ihr wollt mich ja wohl verarschen. Es mag absurd erscheinen, aber wir müssen verhindern, dass er unsere Arbeit weiter stört. Wir können später entscheiden, ob wir ihm einen Sinneswandel geben. Erst treffen wir seinen Schatten. Gehen wir. Ja, gehen wir zurück nach Mementos und finden Mishimas Schatten. Wer seid ihr? Seid ihr etwa die Phantomdiebe? Ihr wollt meinen Sinn wandeln, nachdem ich so viel für euch getan habe? Mich sucht ihr euch aus? Würdet ihr einfach die Klappe halten und auf mich hören, würdet ihr noch viel berühmter werden. Und dann würde ich auch was vom Rampenlicht abkriegen und wäre keine dumme Null mehr. Ich habe endlich wieder ein bisschen Hoffnung im Leben. Warum wollt ihr mich aufhalten? Yo, Loser, verschwindet. Ich will mit eurem Chef reden, allein. Das ist alles deine Schuld. Bevor ich dich kannte, war meine Rolle im Leben klar. Ich war der, den alle verarschen. Ich hatte akzeptiert, dass ich eine Null bin, hatte die Rolle sogar richtig angenommen. Aber als mir klar wurde, dass du zu den Phantomdieben gehörst, hat sich alles verändert. Du musstest dich ja unbedingt mit mir anfreunden. Ich meine, zu sehen, wie ein echter Held diese ganzen coolen Sachen macht, da wollte ich mehr sein. Ich will auch die Gesellschaft verändern. Ich will, dass die Welt mich bemerkt. Wenn ich die Phantomdiebe berühmt machen kann, werde ich vielleicht auch berühmt. Stellt dich das wirklich zufrieden? Ich weiß es nicht genau, aber ich habe keine andere Wahl. Ich habe keine spezielle Gabe wie ihr. Niemand beachtet mich überhaupt. Deswegen brauche ich euch. Ihr seid meine einzige Möglichkeit, mir einen Namen zu machen. Ich weiß, dass es falsch ist. Aber wenn ich mich jetzt nicht ins Rampenlicht drängen kann, wann dann? Jedenfalls fangt endlich an. Ihr seid doch zum Kämpfen hier, oder nicht? Was? Ihr wollt meinen Sinn nicht wandeln? Mach es selbst. Na. Komm schon, gehen wir. Er hat sicher was gelernt, wenn er so viel Zeit mit uns coolen Helden verbracht hat, oder? Nein, ich brauche die Phantomdiebe. Ich muss berühmt sein. Ich muss. Ich... Okay, nice. Hey, wusstest du, dass ein Sommerfest in Odaiba stattfinden wird? Ein Sommerfest, hm? Wie kann man sich so fettiges Essen reinhauen, wenn es draußen so warm ist? Mann, du schnallst es nicht. Eben weil es heiß draußen ist, essen wir so viel Fleisch. Lass uns mal hingehen, ich lade dich auf einen Fleischspieß ein. Ein Sommerfest, hm? Meinst du, die haben da A5 Rindfleisch? Erstmal solltest du dir um die Abschlussprüfung Gedanken machen. Die Sommerferien kommen danach. Na danke, erinnere mich, Ramona, Alter. Abschlussprüfungen. Shit. Ich freue mich so, die Phantomdiebe in den Nachrichten zu sehen. Ja, seit der Sache mit Kamoshida sind sie echt berühmt geworden. In unserer Schule hat die Legende der Phantomdiebe begonnen. Wir gehören praktisch zu ihnen. Wer kann sich nicht mit dem, was sie tun, identifizieren? Korrupte Erwachsene, die Verbrechen begehen, zu bestrafen, die Polizei kann sich eine Scheibe abschneiden. Danke. Danke, Leute. Feier ich. Die Leute machen einen Aufstand, obwohl die Prüfung bald beginnt. Hinter Kaneshiros Verhaftung stehen die Phantomdiebe, die Gruppe, die Herzen verändert. Ich glaube, bei der Sache mit Kamoshida gab es ganz ähnliche Gerüchte. Den Schwachen helfen, die Starken vernichten, ein modernes Beispiel für einen Gentleman-Dieb. In der langen Geschichte der Menschheit wurde der Gentleman-Dieb oft in unruhigen Zeiten gesehen. Also, seht euch dieses Bild an. Hartnett-Kun. Dieses Bild zeigt die letzten Augenblicke im Leben von Ishikawa Goemon. Während der Sengoku-Zeit tat er etwas, wofür er mit seiner ganzen Familie zu Tode gekocht wurde. Weißt du, was er getan hat? Diebstahl müsste es doch sein, oder? Ja.
Stimmt, genau. Ishikawa Goemon ist Japans berühmtester Dieb. Er ist sehr beliebt und manche nannten ihn einen Gentleman-Dieb. Übrigens, das Goemon-Bad ist nach ihm benannt. Nur vor den Reichen und Mächtigen stehlen und die Beute mit den Armen teilen. Goemons Geschichte wurde oft nacherzählt als Kabuki-Theater und Roman in vielen anderen Formen. Wow, wirklich? Hartnett-Kun wirkt richtig klug, oder? Wow, du musst wirklich klug sein, wenn du so eine Frage beantworten kannst. Ja, oder ich habe einfach im Internet geguckt. Also, jetzt im Spiel. Es ist aber unklar, ob Goemon wirklich ein Gentleman-Dieb war oder nicht. Rebellion gegen Hideyoshi, dessen Feldzug gescheitert war, Rufmord der Regierung. Der Gentleman-Dieb Goemon war vielleicht nur eine Illusion aus verschiedenen Gründen erschaffen. Bei den meisten Helden und Gentleman-Dieben in der Geschichte ist es ähnlich. Sorgen wir dafür, dass die Leute uns nicht für eine Illusion halten. Aber vorher müssen wir für eure Prüfung lernen, die morgen beginnen. Danke, Budi. Das tut halt richtig weh, dass du mich nochmal dran erinnerst, dass wir scheiß Prüfungen haben. Dozo. Komm herein. Oh, die Schülerratspräsidentin. Nijima-san, richtig? Es tut mir leid, dass ich so überraschend auftauche. Gar kein Problem. Meine Tür steht allen jederzeit offen. Ich weiß, das Wort Therapie einige Leute nervös macht, aber das musst du nicht sein. Da du die Schülerratspräsidentin bist, wäre es mir lieber, sie würden dich nicht zwingen. Naja, es wurde mir nahegelegt, aber ich bin aus freien Stücken hier. Oh, das hört man gern. Es gibt keinen Grund, sich über meine Anwesenheit zu sorgen. Ich stehe für ein Gespräch bereit. Natürlich. Dann wollen wir mal. Du hörst dich eher wie der Therapeut an als ich. Hervorragende Noten, vorbildhaftes Verhalten. Du scheinst eine richtige Vorzeigeschülerin zu sein. Oh, ganz und gar nicht. Ich bin ein hoffnungsloser Fall und ständig auf andere angewiesen. Ich zumindest hätte das nicht erwartet. Aber prinzipiell ist es immer gut, wenn man Menschen um sich hat, auf die man sich verlassen kann. Wohl wahr. In letzter Zeit ist es besonders schlimm. Es ist, als würde ich gar nichts alleine hinkriegen. Ist denn irgendwas in deinem Leben passiert? Ja, aber nichts Großes. Mir ist nur klar geworden, dass man sich nicht mehr aufbürden sollte, als man verträgt. Du wirkst wirklich wie jemand mit einem ausgereiften Sinn für Verantwortung. Vielleicht verlassen sich die Erwachsenen deshalb so auf dich, obwohl sie dich schützen sollten. Die Erwachsenen sollten mich beschützen? Wenn mir das früher schon klar gewesen wäre, wären die Dinge vielleicht anders gelaufen. Meinst du? Aha, du lebst also allein mit deiner älteren Schwester. Verstehe. Entschuldige, dass ich so direkt bin, aber du scheinst eine Menge durchgemacht zu haben. Ehrlich gesagt war das für mich bisher einfach die Normalität. Aber der Mangel an Erwachsenenvormunden hat besonders meiner Schwester zu schaffen gemacht. Und ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, für mich wäre es leicht gewesen. Kannst du dich noch an sie erinnern? An deine Eltern? Ja. An meine Mutter nicht wirklich, an meinen Vater aber zweifelsohne. Es könnte sogar sein, dass ich seinetwegen jetzt ein wenig verklemmt bin. Verstehe. Und du kommst jetzt gut klar? Hast du genügend Leute, die für dich da sind? Ich habe keine Diener oder so, aber definitiv Menschen, die für mich da sind. Natürlich könnte keiner von ihnen meinen Vater oder meine Schwester ersetzen. Was ich verloren habe, ist für immer weg. Ich muss es einfach hinnehmen und weitermachen. Mir gefällt, wie du das ausdrückst. Niemand kann ersetzt werden und doch kämpfen wir uns in die Zukunft. Sollte es irgendwas geben, bei dem ich dir helfen kann, lass es mich wissen. Danke, das weiß ich zu schätzen. Oi. Bereit für die Prüfungen? Wäre doch eine Schande, wenn der Chef der Phantomdiebe schlechte Noten hat. Hey, solltest du den anderen nicht von diesem Ziel im Mementos erzählen? Nö. Makoto will nur lernen. Ryuji ist voll. Yusuke können wir machen. Takemi ist voll. Yusuke ist die einzige Option. Das ist echt bitter, aber ja. So, jetzt müssen wir gucken. Haben wir eine Herrscherpersona dabei? Ich denke schon. Ja, Eligor. Dann wollen wir mal. Wir wollen Yusuke ranziehen. Yusuke müsste erst gerade mal Rang 3 sein, ne? Oh, den haben wir komplett. Ja. Dann auf.
Ah, Train. Hier ist immer viel los. Der ideale Ort, um Leute zu beobachten. Übrigens, was bringt dich hierher? Ich wollte dich sehen. Ha, da musst du Zeit im Überfluss haben. Ich bin immer noch unzufrieden wegen der Ausstellung. Ich habe viel darüber nachgedacht. Es gibt da etwas, was ich gern malen würde. Hättest du Zeit, mir zu helfen? Ich kann Yusuke näher kommen, dank der Herrscher-Persona Eligor. Meine Bindung zu Yusuke wird bald stärker werden. Also, was sagst du? Willst du Zeit mit Yusuke verbringen? Auf jeden. Ich stehe tief in deiner Schuld. Allein wäre das nicht möglich. Also, auf zum Inokashira-Park. Gehen wir. Danke für deine Hilfe heute. Schließlich kann ich nicht gleichzeitig skizzieren und rudern. Warum sind wir in einem Boot? Welch anderen Grund könnte es geben, als nach meinem nächsten Motiv zu suchen? Ich zähle heute auf deine Hilfe und damit meine ich natürlich deine starken Arme am Ruder. Sieh dir die ganzen Enten an. Wie süß die sind. Haha, pass lieber auf, sonst fällst du noch raus. Perfekt, das ist es. Mein letztes Bild hat nur einen Aspekt des Herzens eingefangen. Begierde. Deswegen konnte ich kein wirklich authentisches Abbild erreichen. Darum sind wir hier. Ich male einen zweiten Aspekt, die Leidenschaft, die zwischen Mann und Frau brennt. Unser Thema heute ist daher die Wunder der Liebe. Scheiße, Bruder. Du hast heute auch eine wichtige Rolle zu spielen. Während ich zeichne, musst du das Boot auf diesen teuflischen Kräuseln ruhig halten. Diese Perspektive. Unglaublich. Schüchternes Profil, feuchte Augen, ihre überbohrende Leidenschaft ist so deutlich. Sie sind wie Adam und Eva, doch irgendwann spüren alle Liebenden den Schmerz der Trennung. Die Trennung ist das natürliche Ende jeder solchen Beziehung, doch die Liebe überdauert auch das. Exakt, das ist die Wahrheit des menschlichen Herzens. Das wird ein wunderbares Bild. Jeder, der es betrachtet, wird es bewundern. Es könnte den Hauptpreis bei der Ausstellung gewinnen. Aber halt, ich darf jetzt nicht an solch triviale Dinge denken. Cool. Kannst du bitte stillhalten? Was? Geh wieder zurück in deine letzte Pose. Ich muss dein Profil einfangen. Was zum Teufel machst du da? Freut euch, denn ich werde eure wunderschöne Liebe verewigen, zur Freude kommender Generation. Mein Gemälde wird euch zu neuen Legenden in der Kunstwelt machen, zu Adam und Eva der Moderne. Legenden? Kunst? Der Typ ist durchgeknallt. Komm, wir rufen die Polizei. Moment mal, malst du uns etwa? Was? Du verwendest uns als Modelle? Ein Mann und eine Frau schaukeln in einem Boot der Träume. Die roten Wangen, die schüchternen Blicke. Ja, das ist Liebe, nach der ich so hartnäckig gesucht habe. Liebe? Naja, man kann es vielleicht so nennen, aber das ist echt ein bisschen seltsam, okay? Es ist Geschwisterliebe, sie ist meine Schwester. Ich hab doch gesagt, ich will nicht mit dir herkommen. So einen Käse machen nur blöde Liebespaare. Aber ich habe immer davon geträumt, nach Tokio zu kommen und hier Boot zu fahren. Nur eigentlich mit meinem Freund, nicht mit meinem Bruder. Geschwister. Die überbohrende Leidenschaft habe ich mir also nur eingebildet. Meine Vorurteile haben mich die Wahrheit ignorieren lassen. Du hast eine wilde Fantasie. Das ist mir wohl bewusst, auch wenn es manchmal anders wirkt. Romantische Liebe und Geschwisterliebe, je nach Sichtweise kaum zu unterscheiden. Vielleicht liegt die Wahrheit des Herzens im Auge des Betrachters. Train, ich glaube, ich habe heute etwas gelernt. Ich spüre stille Entschlossenheit bei Yusuke. Moment, in den Dingern fahren also nur Paare, ja? Das heißt, diese zwei... Psst, hier in der Stadt gibt es Menschen aus allen Schichten. Oh, erzähl mir mehr. Wovon redest du? Ach naja, komm, es ist Zeit nach Hause zu gehen. Bitte ruder uns wieder ans Ufer, Train. Leb wohl. Train, danke für all deine Hilfe heute. Ich habe auf jeden Fall erkannt, wie unerfahren ich bin. Es scheint, als würde ich doch nichts von der Liebe verstehen. Auch wenn ich vorangekommen bin, werden mir auf dem Weg bestimmt weitere Hürden begegnen. Wann werde ich das Herz verstehen? Und selbst wenn, werde ich es dann jemals richtig zeichnen können? Nicht entmutigen lassen. Du hast recht. Ich habe keinerlei Absicht aufzugeben. Ich werde alles tun, um das zu überwinden. Jedenfalls war heute ein sehr produktiver Tag und du hast mich heute auch beeindruckt.
Ich hoffe, dass ich auch beim nächsten Mal auf deine Hilfe zählen kann. Leb erstmal wohl. Leute, ich habe vorhin die falsche Antwort gewählt. Ihr solltet auswählen bei der zweiten Wahl. Liebe kommt in allen Formen oder du solltest mehr trainieren. Ich bin ein Vollidiot. Ich habe wieder auf Rang 3 geguckt, anstatt auf Rang 4. Es ist schon ganz schön spät. Ich gehe mal lieber nach Hause. Akechi machen wir auf jeden Fall. Akechi sind wir jetzt auf Rang 5, glaube ich. Ne, Rang 4. Zwei Ränge können wir mit Akechi noch machen. Dann ist Akechi erstmal voll. Das heißt hier... Nee, das ist der letzte Rang, den wir mit Akechi machen können. Alles klar, dann ist Akechi soweit durch. Ja, erstmal gucken kurz. Gut, wir haben Erzengel dabei. Hey, Hartnerkund, guten Abend. Hey, gehst du manchmal in die Arcade? An so einem Ort war ich noch nie und ich bin ziemlich gespannt. Wir könnten dort ja mal gemeinsam hingehen. Ich kann Akechi näher kommen, dank der Gerechtigkeit Persona Erzengel. Meine Bindung zu Akechi wird bald stärker werden. Und wie ist der Plan? Gehst du mit Akechi mit? Ja, machen wir. Hervorragend. Wenn wir gehen, dann würde ich dieses Kampfzeug gerne ausprobieren. Ich glaube, hier in der Nähe gibt es eine Spielhalle. Gehen wir. Entschuldige, dass ich dich hier rausbestellt habe. Ich war hier, um Infos zu sammeln und dann ist mir aufgefallen, dass einige Gäste das gespielt haben. Ich habe etwas recherchiert. Offenbar ist das ein Hardcore-Shooter. Spielst du normalerweise solche Spiele? Andauernd. Oh, vielleicht hast du ja schon mal gespielt. Ich kann dich nur bitten, Gnade mit mir walten zu lassen. Wow, das nenne ich mal Genauigkeit. Der Typ mit den braunen Haaren verschwendet keinen Schuss. Der Typ mit der Brille schlägt sich auch nicht schlecht, aber er verliert definitiv an Boden. Puh, morgen habe ich bestimmt Krämpfe in den Fingern. Was für ein realistisches Spiel. Bist du an solche Waffen gewöhnt? Oh, ist dir das aufgefallen? Nun, ich brauche so viel Übung, wie ich bekommen kann, um dich zu besiegen. Nur ein Scherz. Das ist alles neu für mich. Fürchte ich. Vielleicht nur Anfängerglück. Jedenfalls war das ein recht nostalgisches Erlebnis für mich. Als ich noch jünger war, hatte ich so eine Spielzeugwaffe. Das hat mich daran erinnert, wie ich da mal damit im Haus umhergerannt bin und Held gespielt habe. Du wolltest ein Held sein? Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke schon. Es gibt natürlich verschiedene Arten von Helden, unterschiedliche Standpunkte, durch die sie sich definieren. Manche bleiben zum Beispiel ihrer Interpretation von Gerechtigkeit treu, auch wenn andere sie ablehnen. Andere tun nur das, was andere von ihnen verlangen, um als Held angesehen und verehrt zu werden. Was meinst du, welche Variante passt besser zu deiner Vorstellung eines Helden? Bei der eigenen Gerechtigkeit bleiben. Ich dachte mir schon, dass du das sagen würdest. Aber was, wenn keiner die Gerechtigkeit will, für die sie kämpfen? Ist das nicht pure Selbstgerechtigkeit? Oh, tut mir leid, das ist wohl ein seltsames Gesprächsthema. Immer wenn ich mit dir spreche, drifte ich in diese abstrakten Themen ab. Meine Bindung zu Akechi vertieft sich. Nice. Oh nee, jetzt kommen die Scheißprüfungen. Es geht los. Oh Gott, nein. So, damit können wir Akechi jetzt bis zum 3.9. nicht mehr machen. Also wir brauchen nicht bei ihm vorbeischauen. Nur damit ihr da Bescheid wisst. Levelt ihn so schnell wie möglich auf 5, dann habt ihr mehr Zeit für andere Leute. Dieses Spiel hat mich ganz schön in Schwitzen gebracht. Ich rieche jetzt wohl wie die Arcade. Ich könnte eine Dusche gebrauchen. Warum machen wir für heute nicht Schluss? Aber wie gesagt, ich will euch versuchen, alle Enden zu zeigen. Das habe ich am Anfang des Projektes gezeigt. Das wird noch sehr anstrengend werden, weil ich muss das Spiel ab einem bestimmten Punkt zweimal spielen. Das heißt, was ich euch gleich sagen kann, ich muss einen kompletten Dungeon zweimal spielen. Ihr werdet nur den Hauptaspekt mitkriegen. Und ich werde halt das Ende dann separat halt einmal aufnehmen. Einmal so, nach dem Boss mit dem einen Ende und einmal nach dem Boss
mit dem anderen Ende. Lasst euch da überraschen, wie ich das angehen werde. Wir werden auf jeden Fall uns alle Enden in Persona angucken, wenn ich es hinkriege. Hey, ich wollte mich nur für heute nochmal bedanken. Danke, dass du heute mit mir unterwegs warst. Ich hatte viel Spaß. Ich spiele diese Spiele nicht so oft. Ich war mir also wirklich nicht sicher, wie ich mich schlagen würde. Hoffentlich habe ich nicht zu sehr wie ein blutiger Anfänger gewirkt. Ich wünschte, ich hätte besser gespielt. Gut gemacht. Haha, echt? Ich fühle mich geehrt, dass du das denkst. Ich habe schon immer recht schnell die Grundlagen der Dinge begriffen. Ein Segen, aber auch ein Fluch. Da ist dieser immerwährende Druck. Jeder erwartet von mir, dass ich alles kann, was mir großen Stress bereitet. Aber Spiele machen wirklich Spaß. Das war neu für mich. Normalerweise lese ich in meiner Freizeit nur. Es war näher an der Realität, als ich dachte. Es hat sich angefühlt, als wäre ich mittendrin gewesen. Sonst bemühe ich mich, die gleichen Beschäftigungen wie meine Freunde zu mögen. Aber dank dir hatte ich heute Spaß. Ich hoffe, du kommst wieder mit, wenn du kannst. Wir sprechen uns später. Und die Prüfungen gehen los. Ja. Was geht? Ich habe gerade gehört, dass wohl bald ein Sommerfest stattfinden soll. Ich habe gehört, es soll Kebab und Steak geben. Das richtig gute Zeug halt. Kann's kaum erwarten. Was ist mit Lernen? Nun, ich krieg das schon hin. Auf der Website gab es auch ein paar englische Infos. Oh Mann, ich bin hungrig. Lass uns endlich los. Du hast doch nur keinen Bock auf die Prüfung, Brudi. Die ganzen Neuigkeiten zu Kaneshiro haben mich vom Lernen abgehalten. Dann ist sie halt Stipendiatin. Na und, warum soll sie deswegen eine Sonderbehandlung kriegen? Es zählen nur Ergebnisse, okay? Ich habe gehört, dass die Phantomdiebe von unserer Schule kommen sollen. Das kann nicht sein. Wäre aber ziemlich witzig. Sekunde. Heute ist der erste Tag eurer Abschlussprüfungen. Fangt an. Wenn Winkel C 28 Grad hat und die Winkel A und B 88, welche haben dann B und E? Wahrscheinlich, ne? Ich bin scheiße in Mathe. Zum Glück habe ich hier nebenbei den Browser offen, Leute. Das dürfte ungefähr hinkommen. Aber ich habe tatsächlich 64 richtig geraten, bevor ich dann aufs Bild geguckt habe. Mal sehen, eine Aufsatzfrage. Das sieht schwierig aus, aber beruhige dich und denk darüber nach. Erläutere den Ursprung von Baosi. Baosi, bei dem warmen Wetter? Naja, egal. Das kam im Unterricht dran. Die wurden von dem Typen aus Chroniken der Drei Reiche erfunden, oder? Zuge Liang müsste das sein. Ja, der Stratege von Shu. Ich glaube, Zuge Liang hat in der Geschichte einen über seinen Ufer getretenen Fluss besucht. Und sie haben irgendwas angeboten, um den Fluss zu besänftigen. Ich glaube, es waren die Köpfe oder die Schädel vom Barbaren. Ja, das sind die Köpfe. Das ist es. Verrückte Geschichte. Und so ist er auf Baosi gekommen, oder? Dieser Meisterstratege entwickelte Baosi, damit... Um die Überlebenden zu ernähren? Kann das sein? Nee, um sie statt Köpfen darzubieten. Ja, ich glaube, du hast recht. Der Baosi wurde als Opfergabe für einen Flussgeist erfunden, um keine abgehackten Köpfe mehr zu brauchen. Du bist rechtzeitig fertig. Die Zeit ist vorbei. Gib schon auf. So, weiter geht's. Heute ist der zweite Tag der Abschlussprüfung. Ihr dürft beginnen. Wie lautet Name und Genus dieses Organismus? Das müsste Königskrabbe gewesen sein, ja. Das dürfte ungefähr hinkommen. Was passierte, als Japan zum ersten Mal Aktien und harte Währung ausstellte? Die Wirtschaft geriet durcheinander. Das dürfte ungefähr hinkommen. Das waren tatsächlich zwei Sachen, die ich wieder richtig geraten habe. Raten kann ich gut. Mal gucken, was die nächsten Fragen sind. Heute ist der dritte Tag der Abschlussprüfung. Seid ihr bereit? Ihr könnt anfangen. Wie lautet die englische Version des norwegischen Es regnet Hexen? Raining Cats and Dogs, das weiß ich noch. Das dürfte ungefähr hinkommen. Wie werden die traditionell an Tanabata servierten Somen-Nudeln noch genannt? Ich glaube, das ist Dämoneneingeweide. Ja, das dürfte ungefähr hinkommen.
Das müsste es gewesen sein mit den Prüfungen. Heute ist der letzte Tag der Prüfung, hm? Na, für dich sollte das kein Problem sein. Das ist so easy, ich fange gleich an zu gehen. Du hast es super gemacht. Ich kann es kaum erwarten, deine Noten zu erfahren. あ、試験出願範囲広すぎて勉強時間足りなかった。あと1週間あればなんとかなったかもしれないのに。1週間ね。そんなに待ってもらえるのって特待生様くらいじゃない？特待生って？ああ、吉沢さんとか？学校が試験の時期ずらしたっていいよね、特別扱い。 いや、お疲れ様。期末試験今日で終わりだよね。今って時間ある？ちょっとだけ相談に乗ってほしいんだよ。そんなにかからないから。Der Therapeut braucht meine Hilfe? そう言わないでよ。君のこと探してたんだ。 Ich denke, ich sollte ihm zustimmen. Arigato. Otsukare no tokoro, sumanai ne. Sugu dakara. Tsuyu ake shite kara ikki ni atsuku natta yo ne. Kongetsu kara denki dai agaru na. Sakki mo itta kedo, kyou wa boku kara soudan ii kana? Brauchst du eine Therapiesitzung? Na, so iu koto ni naru kana. Saikin dou mo ki ni naru koto ga atte. Kimi no iken o kikasete moraenai kana? Jaa, hanasu ne. Shuui kara nanika o kitai sarete iru ko ga iru to shite. Sono ko wa shuui no kitai ni kotaeyou to hissshi de doryoku shite iru. もちろん、周囲は期待に応えてもらうために、本人の望みとは関係なく、その子を優遇するけど、もしその子が十分に彼らの期待に応えられなかったとしたら、どうなると思う？Sie werden enttäuscht sein. うん、そうなんだ。カウンセラーなんてやってるとね。 いつもこの人の心が壊れてしまわないようにって考えるんだけど、これが難しくて。世界は本当に残酷だよ。どんなに本人が前向きさを手に入れて努力を惜しまなくても、ほんの少しの周囲の影響で簡単に心を乱されてしまうことだってある。そんな出来事に直面するたび、僕はどうしても Die Realität ist unfair. なるほど. もう君は割り切ってしまっているわけか. いや, 理不尽と知った上で, それに立ち向かっているからこそ, 今, 君はこの学園にいるのかもしれないね. ごめん、こう難しい話をして。でも本当にそういう人も助けたいって思うなら、何か根本的な解決が必要だって思うんだよ。Eine fundamentale Lösung? うん、今はっきりとは浮かんでないけど、例えば回答団に。 僕らを改心してもらうっていうのはどうかな。理不尽な現実なんかに負けないとか、そういう気持ちにさせてもらうんだよ。Ist das wirklich ein Sinneswandel? 確かにそうだ。ごめん。さすがに話が飛躍しすぎた。
もうこんな時間か。そろそろ本業に戻らないと。意見、とても参考になったよ。ありがとう。夏休み楽しんでね。やっと試験終わったね。疲れた。これでぐっすり眠れる。睡眠時間を削って勉強なんて、今回こそは頑張ったみたいね。試験勉強中に遊ぶゲームってなんであんなに面白いんだろうな。わかる。私は部屋の掃除ばっかしてた。無駄にめっちゃ綺麗になってさ。典型的な現実逃避だ。結果が想像つくわね。レカ、終わったことはもういいんだよ。それより最近の怪盗団人気すごくね。一気に来たって感じだよね。早くも次を期待する声まで聞こえる。俺は下手な相手は選べないな。急いで決める必要はないわ。じっくり考えましょう。まずは打ち明けだろう。忘れてねえだろうな。あさって18日の花火大会だぜ。集合は渋谷でいいか。時間は夕方5時ってとこだな。こういう時ばっかテキパキしてんな。Auch in der nächsten Woche ist mit heftigen örtlichen Schauern und Stürmen zu rechnen. Falls Sie vor die Tür gehen sollten, Sie sich auf plötzliche Wetterschwankungen einstellen. Heute ist die Zeit wie im Flug vergangen. Wir können natürlich nichts machen. Jetzt, wo die Prüfungen vorbei sind, können wir mal richtig ausschlafen. Gehen wir ins Bett. Ja, danke. Danke wirklich, du Spasti, Alter. Ich kann drin... Nee. Ja gut, dann einfach nur pennen. Gut, dass die Prüfungen vorbei sind. Gehen wir ins Bett. Ja, tschüss. Tut mir leid, dass ich so spät anrufe. Ich wollte dich wegen des Sommerfests was fragen. Weißt du noch, ich habe dir davon erzählt. Lass mich schlafen. Ach komm schon, wir sind alle erschöpft von den Prüfungen und so, aber ich brauche eine Sekunde. Ich habe das die ganze Zeit absolut verschnarcht, aber das Festival ist ja schon morgen. Willst du also gehen? Ich habe viele Hausaufgaben auf. Alter, das ist doch nur ein Tag. Mach das doch später. Los! Lass uns auch Yusuke einladen. Er haut immer gerne rein. Mir ist allerdings gerade eingefallen, dass für morgen Regen angekündigt wurde. Egal, es regnet an so einem Tag auf keinen Fall. Bis morgen. Woher soll er wissen, ob es morgen regnen wird? Oh Mann, so viel Stress wegen einem dummen Festival. Voller Essen jeglicher Art. Naja, du verdienst es wohl. Spaß zu haben. Fall aber nicht weiter auf, okay? Lass uns ein bisschen schlafen. Oh, und nicht verschlafen, klar? Ich spare mir dafür das Frühstück. Danke, Morgana. Es. No. Nanda yo. Hito no kao jitto mite. Ryuji, tanomi ga aru. Tanomi? Ah, meshi dai kashite kure toka nara betsu ni. そうじゃない。実は以前から新しい戦い方の着想を練っていてな。このイメージを形にするために力を貸してほしい。新しい戦い方。やべえ、それめっちゃよくね。知りたい。まだぼんやりとなんだが、
まずは。どうだろう。ぼんやりにしちゃだいぶ作り込まれてね。あまり褒めるな。だが殺伐とした戦いに色を添える我ながら悪くない試みだと思う。おう、あとは星が反応してくれっかどうかだな。うん、後で話してみるとしよう。にしても内容が内容だけに腹が減ってきたな。旦那？アジ。サウナの中を歩いているようだ。誰だよ。こんなとこ来てって言ったの。お前だよ。盛り上がってますね。早速会場のお客さんにお話を聞いてみたいと思います。テレビか。Wir dürfen nicht im Fernsehen landen. Kebab 食ってさっさと退散すっか。あ、あそこの3人に聞いてみましょう。おい、狙われていないか。マジ？どうする？ Wir sollten hier verschwinden.それは逆に怪しまれる。来たぞ。あっしゃね。ここは逆に痛い発言してお蔵入りにさせてやる。こんにちは。暑いですね。え、本当っすね。7月でこんなに暑かったら12月とかマジでヤバくないっすか。このフェスに来たってことはかなりの肉好きなんですか。あー、どっちかっていうとフルーツとかスイーツとかが好きっす。ありがとうございました。あぶねえあぶねえ。痛さは申し分ないが本当にお蔵入りになるんだろうな。我ながら放送事故スレスレだったしいけんじゃね。そんなことより肉だ肉。そうだった、俺のケバブ。屋台の行列すごすぎだろう。この炎天下であの並びは応えるな。めぼしいのほとんど売り切れてたし。我が輩、朝飯食ってないし頭クラクラしてきた。しかしこういう場所で食べると不思議と何でもうまい気がする。Weil wir zusammen sind。イケてるポエムじゃねえか。せっかくここまで来たんだしあれでも見てくか。あれ？なんか建設中かなんかのでっかいなんかの競技場があるんだと。なんかばっかじゃねえか。競技場か。独特のフォルムのものが多いからな。参考に見てみたい。
だろ？行こうぜ。あれか、まだ骨組みじゃね？少し気が早すぎたか。時期尚早ってやつだな。時期尚早な。やることなくなっちまったし、どっかで飯でも食う？すまん、俺は画材の買い出しに行こうと思ってる。夏休みの課題があってな。あと先ほどの肉フェスで金欠気味でな。言っても水とおしぼりしか頼めそうにない。おお、じゃあここら辺で解散にしとくか。ん？なあ、あれ吉沢だろ？様子が変じゃねえか？そういや前に大会がどうとか言ってたよな。あれ？お前ら帰んねえの？ Geht schon mal ohne mich vor。 え？まあいいけど。では、またな。先輩。Was für eine angenehme Überraschung。奇遇ですね。先輩も競技場見に来たんですか？私もです。ちょっと、自分に喝入れたくて。Eine Aufmunterung? たまにへこむことがあるとここに来るんです。で、答えになってないですね。あの、成り行きであれですけど、お昼ご一緒してもらえませんか？ Kasumis Augen sehen etwas rot und geschwollen aus. Ich sollte sie besser begleiten.Du hast das schön verdrückt. 大会の後はいつもこうですね。本当はまだ食べたいですけど、これ以上はパフォーマンスにも影響が出るので。War es das wert? 結果は一言で言えば散々でした。先輩のおかげもあって最近は調子が戻ってきた気がしたんですけど、やっぱり肝心なところで体がうまく動かなくて。Hört sich übel an。ええ、壁にぶち当たりまくりです。中学の時にもこういうことはあったんです。あの時は。あの子がいたから頑張れたんですけど。Wen meinst du? 私、妹がいるんです。新体操で、二人で世界を取ろうって約束してて。けど、今年の春に事故で亡くなって。新体操で世界を取るっていう妹との約束、その約束もこのまま叶えられなかったらどうしようって時々不安になるんです。がむしゃらに練習してきたけど、これじゃダメなのかな。Ist das wirklich dein Limit? 先輩、いえ、そうですよね。こんなところで終われませんから。先輩には助けられてばっかりですね。落ち込むのはここまで。年内の大会もまだ残ってるんです。それに向けて
一から努力し直します。お話聞いてくださりありがとうございました。これで心も体も充電完了です。少なくとも心は充電完了です。空腹を紛らわすには練習が一番というわけで走って帰ります。Was meinst du, wen sie sich als nächstes aussuchen? Die haben es nur auf böse Leute abgesehen, oder? Wir haben nichts zu befürchten. Wenn man in ihrem Forum eine Anfrage stellt, tun sie offenbar, was immer man will. Wenn sie die Bösen erledigen, habe ich nichts dagegen. Weiter so. Brauchen wir die Polizei dann überhaupt noch? Wie konntest du nur, Hartnett? Wie konnte ich was? Wenn du zum Sommerfest wolltest, warum hast du mich da nicht eingeladen? Woher weiß Mishima das? Sie zeigen es im Fernsehen. Etwas darüber, dass es im Dezember heiß ist oder dass die Süßigkeiten zum Niederknien sind. Und etwas mit Sakamoto, der ein paar echt schräge Dinge sagt. Mission gescheitert. Mission? Wovon redest du? Ich will ja nur sagen, wenn ihr das nächste Mal was Schönes macht, kann ich da nicht mitkommen? Ich bin schließlich der Produzent der Phantomliebe. Machst du Witze? Ich hoffe nur, dass Lady Anne und die anderen das nicht mitgekriegt haben. Haben ja schön verkackt, Alter. Hier ist das Erinnerungsfoto vom Sommerfest. Naja, jedenfalls war es so geplant. Es ist sehr atmosphärisch. Lass dich nicht runterziehen, so ist das Leben. Verständlich, bei der Hitze vielleicht hattest du schwitzige Hände und bist abgerutscht. Nächstes Mal gehen wir irgendwo hin, wo wir auch echt was essen können. Absolut, und am liebsten irgendwo drin. Am besten mit vielen Sitzplätzen und kostenlosem Wasser. Also wieder ins Diner. Warum auch nicht? Ein Ort der Ruhe, an dem man auch köstlich essen kann. Naja, stimmt schon, Mann. Durch das ganze Gerede vom Essen habe ich total Hunger gekriegt. Eine Schale Ramen wäre jetzt genau das Richtige. Ich tue es dir gleich. Ein Glück, dass ich kürzlich an einige exzellente Brotkrusten gelangt bin. Tut mir leid, dass ich es nicht fangen konnte. Ich vergesse immer, wie kurz meine Arme als Katze sind. Gut, wir haben einige Leute, die wir machen können. Bis auf An möchte, glaube ich, nichts machen. Iwai können wir nicht machen, das lohnt sich nicht, aber wir werden Yoshida weitermachen. Da werden wir jetzt hingehen, aber erstmal müssen wir gucken, bevor ich den Part gleich beende, nach einer Sonnenperson, ob wir eine dabei haben, nämlich nicht. Wir werden schon mal alles für den nächsten Part vorbereiten. Ist ja nur schnell eine Sonnenperson abholen und sich dann vor Mishima hinballern. Na, das Sommerfest war ein absoluter Reinfall. Ryuji hat es wieder mal richtig schön verkackt, Alter. Jetzt ist dieses peinliche Gespräch im Fernsehen gelandet. Oh. Ach ja, das Stadion, Leute. Das wird noch wichtig werden. So viel sei gesagt zum Stadion. Wir sind da nicht ohne Grund hingegangen. Also lasst euch da überraschen. Auch eine Sonnenpersona. Oh, besitze ich schon. Nice. Dann habe ich mich wohl verguckt. Ja, da ist sie ja. Sonne, ganz oben. Gut. Einmal hierhin. Leute, dann werde ich den Part an dieser Stelle beenden. Im nächsten Part werden wir bei Yoshida weitermachen. Wir haben das Sommerfest erlebt und ja, mal gucken, was im nächsten Part weiter passiert. Die Prüfung haben wir auch geschafft. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Persona-Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!